Ja, das war ja eine große Überraschung gestern, dass der Hessische Rundfunk hier bei uns gewesen ist mit seinem Fernsehteam. Am Donnerstagabend sind wir gezogen worden aus der Lostrommel und dann standen hier die Telefone nicht mehr still. Da stellte sich zuerst die Frage, was ist das für ein Sendeformat, das Dolle Dorf? Also es ist auf jeden Fall mein Lieblingssendeformat. 5 Minuten Dorfporträt, wie es das sonst nicht gibt. Und wie ist Aumenau in diese Lostrommel geraten? Nun ja, der Hessische Rundfunk hatte 1995 alle Dörfer in die Lostrommel gegeben, die weniger als 2000 Einwohner hatten. Und seitdem wird jede Woche ein Dorf aus dieser Lostrommel herausgezogen. Und so hat es nach sage und schreibe 23 Jahren Aumenau erwischt. Was war das für eine Aufregung? Doch am gleichen Abend hat sich Nora Enz mit ihrem Team auf den Weg nach Aumenau gemacht. Und dann habe ich versucht, das hessische Team hier in Aumenau zu finden, bin die Straßen abgefahren, habe keinen gefunden. Ich fuhr dann nochmal zur Feuerwehr hoch, aber auch da dunkel. Also am Anfang dachte ich, ach du liebes Lieschen, hier ist ja gar niemand. Und meine Frau und ich, wir standen im Auto vor der Schranke am Bahnübergang hier in Aumenau und plötzlich näherte sich langsam von Seiten des Bahnhofs ein Fahrzeug, auf dem wir groß das HR haben erkennen können. Wir gaben ein Lichtsignal und man verstand das dort auch. Wir waren froh, einander gefunden zu haben, denn auch die Frau Enz suchte schon nach dem Ansprechpartner hier in Aumenau. Genannt war der Herr Stebgen zu diesem Zeitpunkt. Ja, am Anfang denke ich immer, oh je, 1500 Leute, ist zu groß eigentlich. Das hat oft nicht mehr so einen richtigen Dorfcharakter. Aber wenn man dann so interessante Köpfe hat, wie wir sie hier angetroffen haben, mit so interessanten Geschichten, leider halt auch mit so Fällen wie der Schlammlawine, dann hat man einfach in 0,nix eine tolle Geschichte und einen tollen Film zusammen. Und deswegen, also mir hat es hier super gefallen. Hervorragend. Andreas und ich, wir hatten ja nun die Erfahrung aus dem Projekt Unser Dorf hat Zukunft und wussten noch ganz genau, was wir alles präsentieren können. Wir versuchen, Dörfer so zu zeigen, wie sie sonst halt sich nicht selber darstellen oder wie sonst keiner drauf guckt, sondern mal das rauszufinden, wo die Nachbardörfer sagen, das haben die und wir haben es nicht. Und das versuchen wir rauszufinden und abzubilden. Und dann ist es halt immer spannend. Wer sitzt da abends zusammen, der überlegt mit, was zum Dorf dazugehört, was wichtig ist, was das Dorf zusammenfügt und zusammenhält. Ja, und dann machen wir daraus einen Film. Und der soll natürlich launig sein, der soll dem Dorf gefallen, der muss aber auch den HR-Zuschauern irgendwie in ganz Hessen gefallen. Und das ist immer so ein bisschen ein Spagat, aber wir versuchen es halt einfach mit viel Liebe. Nun ist es so, wir haben nur 5 Minuten Sendezeit. Da kann man nicht allzu viel hineinpacken. Wir können nicht alles abbilden. Und natürlich sind auch immer die Leute sehr enttäuscht, weil wir nicht alles abbilden können, weil wir eben nicht nochmal eben sagen, wir haben noch das Restaurant und wir haben noch den Verein und wir haben das und das. Aber wir versuchen, Dörfer so darzustellen, wie sie eben sonst keiner hat. Wir wussten Donnerstagabend noch gar nicht, was läuft am Freitag. Wir haben unseren ganz normalen Arbeitstag geplant, aber wir haben Prioritäten gesetzt hier für unsere Gemeinde, denn dann haben wir schon mal so eine Chance, uns über die Grenzen der Gemeinde, über die Grenzen des Kreises im ganzen Land Hessen bekannt zu machen. Tja, nun waren sie also da, das Team vom HR Fernsehen, und filmten alles, was man in der Nacht zuvor besprochen hatte. Auch ich musste vor die Kamera, denn ich sollte der rote Faden der Geschichte sein. Für mich war es eine ausgesprochen ungewohnte Situation, stehe ich doch sonst eher hinter der Kamera. Es kam auch gleich noch schlimmer. War doch der Kollege tatsächlich aus Köln und filmte einen Düsseldorfer. Zwei Lager, die schon seit der Römerzeit nicht zueinander passten. Links Köln, rechts Düsseldorf. Psst. Feuer. Psst. Aber tatsächlich hatten wir alle viel Spaß miteinander. Ich hab das Gefühl, wir machen uns hier gerade zum Deppen. Auch Sabine Wengenroth von der Brunnenapotheke in Aumenau musste dran glauben, hatte sie doch das 40-jährige Jubiläum mit der Apotheke zu feiern. Und die Mooswand in der Apotheke hatte es Nora Enz besonders angetan. Wenn man bei Ihnen reinkommt, fällt einem diese Tapete direkt auf. Was ist das? Genau. Das ist echtes Moos und das ist isländisches Moos. Das habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt. Wunderbar.
Was überzeugt das? Das H0-Modell eines bekannten Herstellers für Modelleisenbahnen war die nächste Sensation. Es ist die evangelische Kirche in Aumenau bis aufs Detail nachgebaut worden. Erik Schröder hatte es für die Aufnahmen kurzerhand von seinem Onkel Joachim Schröder ausgeliehen. Sein eigenes Modell ist noch im Originalkarton verpackt und noch nicht zusammengebaut. Da Erik Schröder zudem auch einen Flugschein für Drohnen und darüber hinaus eine Aufstiegserlaubnis für den Marktfleckenfilmer besitzt, nutzte der Hessische Rundfunk die Gelegenheit, die Kirche, Aumenau und die Lohspolzer Schlepperfreunde aus der Luft aufzunehmen. Na und dass solch ein Dörfchen wie Aumenau auch noch eigene Geschäfte hat, war für Nora Enz besonders berichtenswert. Insbesondere das Schälchen mit den Schokoplätzchen hatte es ihr angetan. Frau Kral, es gibt hier was, das ist sozusagen eine gute alte Tradition. Was ist das denn hier in der Kasse? Das sind unsere Schokoplätzchen, die gab es schon früher, als ich Kind war. Und Petras Hofladen durfte natürlich auch nicht fehlen und war die ideale Ergänzung zum Tante-Emma-Laden. Bei schönstem Wetter wurde die Idylle Aumenaus bestens präsentiert. Warum war das so hier drauf? Was haben Sie sich so davon erhofft? Ich war schon immer so ein bisschen der Umgang mit den Menschen, macht mir Spaß. Und auch wie ich im Dorf eingegliedert bin, also sie sind alle freundlich und ja, sie kommen gerne zu mir und das macht riesigen Spaß. Da aber auch in einem so bezaubernden Ort nicht alles eitel Sonnenschein ist und das Starkregenereignis in Aumenau weit über die Grenzen des Fleckens bekannt war, musste auch die Feuerwehr mit dem neuen Einsatzfahrzeug noch einmal ausrücken. War es doch damals der erste Einsatz, noch vor der Einweihung des mittleren Löschfahrzeugs. Ja, eine Großschadenslage. Ein schweres Unwetter hat quasi Aumenau getroffen. Der Schlamm hier auf der Straße, wo wir jetzt stehen, der stand quasi hier im Bein hoch, wo wir durch mussten. Den Schlamm vom Starkregen wollte man nicht unbedingt noch einmal auf die Straße kippen. Da zog es das Team der Hessenschau vor, in die Tiefen des Bahnhofs hinabzusteigen. Denn dort war von den Schäden und dem Schlamm des Starkregenereignisses immer noch am meisten zu sehen. Ja, die Schlammlawine war das eine am 5. Juli. Wir hatten danach noch weitere Regenereignisse. Für die Schlussszene wollte sich das Team um Nora Enz im Park der Erinnerungen einfinden, um mit ein paar Aumenauern den letzten Schuss zu drehen. Was wir dann aber gesehen haben, war berührend und überwältigend. Freitagnachmittag sind dann, ich habe sie ganz grob durchgezählt, mindestens 120, wahrscheinlich eher 140 Leute aus Aumenau hier im Park gewesen. Da können wir auch wirklich ganz recht herzlichen Dank sagen. Da macht es besonders Spaß, sich für Aumenau den Tag frei zu schaufeln. So wurde die letzte Szene im wahrsten Sinne des Wortes geschossen. Und mit diesen Bildern bedanken wir uns bei Nora Enz und ihrem Team für die gelungene Berichterstattung zum Dollendorf Aumenau.